Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu meinem zweiten Tarkov-Video und das allererste Mal, dass ich versuche als Tarkov-Beginner, ich habe jetzt 3 Wochen Spielzeit Tarkov hinter mir, euch ein bisschen die Grundlagen von Tarkov zu erklären. Was ist es für ein Game? Was ist das Hideout? Was für Gear? Was für Heilung? Bla bla bla. Es gibt super, super viele Sachen, die man über Tarkov lernen kann und lernen muss, damit man auch erfolgreicher spielen kann. Und all das ist so eine Learning Curve, also eine Lernkurve, die es in COD zum Beispiel seit Jahren nicht mehr gibt, denn die COD-Games werden immer dümmer und immer gleicher sozusagen. Mit dem Höhepunkt MW2, wo ein guter Spieler und ein schlechter Spieler nicht mehr voneinander zu unterscheiden ist, denn alle Mechaniken und Mechanismen, die dafür sorgen, dass ein guter Spieler sich von einem schlechteren Spieler abhebt, sind im Prinzip rausgenommen worden. Movement, Visibility, Hören und. Und Tarkov ist einfach ein Game, was mich komplett gecatcht hat. Ich bin jetzt bei, keine Ahnung, 240, 250 Stunden oder so. Ich spiele aktuell so nach der Arbeit 8, 9, 10 Stunden am Tag. Es ist wirklich eins der geilsten Games, was ich je gesehen habe. Und damit ihr alle so ein bisschen diese Reise mitmachen könnt, werde ich jetzt immer mal zwischendurch einen kleinen Beginner-Guide machen, über die Heilung sprechen, über die Munition, über die Waffen. Denn in Tarkov kommt es auf ganz, ganz viel an, aber am wenigsten auf die Waffe, die ihr spielt, sondern auf die Munition zum Beispiel. Aber damit ihr so einen kleinen Einblick habt, folgt mir einfach und ich erkläre euch schon mal die ersten ein paar Sachen. Wenn es euch gefällt, Leute, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Es gibt sehr, sehr krasse Tarkov-Creator, die ich bisher kennengelernt habe. Ob das Hans Vader ist, ob das Nico ist, also Too Twisted. Es gibt so gute Tarkov-Creator und ich werde die alle unten in meinem Video verlinken, weil das ist für mich keine Konkurrenz, sondern das sind einfach Leute, die 2, 3, 4, 5.000 Spielstunden haben und unfassbar coole Guides machen. Bei mir ist der Plan nicht, dass ich es besser mache, sondern einfach aus der Sicht eines anderen Anfängers. Und wenn ihr bei den Pros da echt noch andere Tipps abholen wollt, dicke Empfehlung dafür. Und nicht erschrecken, Leute, ich habe meine Kamera für die Streams auch inventiert und hier macht das auch Sinn und ihr werdet gleich sehen, warum. Gehen wir als erstes mal bei Charakter rein. Das Ganze ist das Pre-Game-Menü sozusagen, bevor ihr in die Runden geht. Man nennt die Runden halt Raids. Man geht in einen Raid mit seinem Charakter, das ist der links sozusagen, wo ich jetzt gerade bin. Und der hat verschiedene Attribute. Und diese Attribute, die er hat, die kann man hier unter Skills oben finden. Das heißt, wenn ihr in die Runden geht und Essen zu euch nehmt oder mit einer Waffe schießt, jemanden trefft, wenn ihr getroffen werdet, euch heilt, dann gehen all diese Attribute hoch. Das ist nichts, wo ihr jetzt von Anfang an irgendwie aktiv drauf achten müsst, denn diese Attribute werden einfach von alleine gelevelt. Und es hilft euch einfach dabei bei dem Ganzen, dass ihr eben hier zum Beispiel länger laufen könnt, länger sprinten könnt, bevor ihr euch erhöhen müsst und. Gehen wir hier noch einmal zurück. Das ist unser Charakter. Ihr könnt euren Charakter im Prinzip ausrüsten mit Waffe, Secondary Waffe. Ihr könnt 2 Waffen mitnehmen, Armbänder, die nehmen wir untereinander meistens, damit man sich besser erkennt. Ihr könnt zusammenspielen, ihr könnt alleine in die Raids gehen, es gibt da alle Möglichkeiten. Ihr habt ein Headset. Diese Headsets, habe ich am Anfang gedacht, sind einfach nur für Audio, also für visuell, von wegen gefällt mir, aber diese Headsets helfen euch, in-game Schritte besser zu hören. Dazu Masken, dieses einfach, damit ihr nicht so ein helles Gesicht irgendwo im Raid habt. Ihr habt Rigs, das heißt, in diesen Rigs könnt ihr, nehmen wir jetzt hier einfach mal meine Waffe gerade, eure Magazine lagern. Das hier ist jetzt eine HK, die ich mir zusammengebaut habe, weil ich die auch mal austesten wollte. Ihr könnt hier Munition reintun, ihr könnt hier im Prinzip alles reintun, was ihr irgendwie habt. Geld geht es natürlich nicht. Hier noch ein zweites Magazin, könnt ihr auch da reintun. Ihr könnt, wenn ihr in den Raid seid, findet ihr Sachen. Und das Hauptprinzip von Tarkov ist ja, ihr baut euren Charakter immer weiter aus, ihr kommt immer mehr zu Geld, zu mehr Items. Unterwegs findet ihr in den Karten einfach unfassbar viele Items. Und die haben alle einen gewissen Wert. Mit manchen Items könnt ihr das Hideout ausbauen, da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall, wenn ihr unterwegs seid, dann wollt ihr euren Rucksack füllen. Das ist jetzt zum Beispiel mein Rucksack hier. Das Problem ist natürlich, wenn ihr nicht exfiltriert, also nicht aus der Runde rausgeht, verliert ihr alles, was ihr hierbei habt, bis auf den Pouch. Der Pouch ist sozusagen euer Sicherheitsbehälter. Alles, was im Sicherheitsbehälter ist, bleibt auch da. Ob ihr sterbt oder nicht, ist völlig egal. Solange es in diesem Pouch ist, bleibt es definitiv da. Und da tut man halt so die wertvollsten Sachen rein, die man eben in einem Raid braucht. Das heißt, Painkiller,
Das Problem ist, wenn man angeschossen wird und keinen Painkiller hat, dann verlangsamt sich der Charakter einfach. Und das wollt ihr in einem Gunfight nicht. Deswegen nehmt ihr hier einen Painkiller, damit er sozusagen den Schmerz eine Zeit ignoriert. Wenn euch ein Arm oder ein Bein abgeschossen wird, ihr seht hier, eure Lebensbereiche haben HP, also Health Points. Eure beiden Beine, eure Arme, euer Kopf, euer Thorax, euer Bauch. Wenn das hier alles auf 0 ist, könnt ihr im Raid immer noch überleben. Wenn der hier auf 0 geht, euer Thorax oder der Kopf auf 0 geht, seid ihr tot. Wenn ihr jetzt hier auf 0 HP seid, dann ist das Bein sozusagen abgestorben. Dann braucht ihr so ein Survival-Kit oder eben CMS, da kommen wir dann auch ein Video zu, damit ihr das wieder hochheilen könnt, damit ihr wieder normal zum Beispiel laufen könnt. Das hier mit Temperatur, das ist unwichtig. Das hier ist auch noch nicht drin, das wird irgendwann alles reinkommen. Offiziell ist Tarkov seit 4 Jahren eine Beta, aber es ist im Prinzip ein Full Game, wenn ihr mich fragt. Mit ein paar Bugs, die dabei sind, aber die sind so gering im Gegensatz zu Call of Duty, dass es eigentlich egal ist. Dann habt ihr noch Trinken und Essen, das heißt, ihr müsst auch in den Raids oder danach trinken und essen, ganz normal. Das ist aber alles nicht so kompliziert. Sobald man sich darauf ein bisschen einlässt und reingefunden hat, kommt das alles von automatisch. Das heißt, hier habt ihr euren Stash und hier im Stash ist all eure Waffen, all eure Items, hier ist euer Geld, hier sind all die Sachen, die ihr in den Tagen, Wochen, Monaten zusammensammelt. All das kann euch nicht weggenommen werden, das ist 100% safe, eure Sachen, und ihr ordnet ihr halt. Ihr habt eure AKs hier, eure RPKs, ihr habt eure Kisten hier, hier habe ich kleinere Kisten mit Heilung, die ich mit in die Raids nehme. Essen und Trinken, jetzt Zucker zum Beispiel, weil ich den auf dem Floh mache. Es gibt hier ein Market-System, was halt DMZ nicht hat. Das heißt, ihr habt etwas davon, mit den Sachen rauszugehen. Und das hier sind zum Beispiel jetzt Rigs, die gerüstet sind oder eine Rüstung mit drin haben. Ihr wollt unbedingt entweder eine Body Armor, das wäre dann so eine Gesell zum Beispiel. Das ist eine 5er, die ist richtig gut. Oder eben so eine 4er zum Beispiel, wo ihr Sachen reintun könnt. Das heißt, ihr habt alle Optionen, euren Charakter so auszustatten, dass ihr eben stärker im Raid seid. Aber wenn ihr einen Headshot bekommt, seid ihr trotzdem tot. Das sind verschiedene Rucksäcke. Es gibt auch verschiedene Helme und ihr könnt Rucksack in Rucksack stacken. Das macht ihr, weil ihr hier im Stash natürlich nicht unbegrenzt Platz habt. Wenn man jetzt denkt, wie ich will ganz gern meine Waffen ein bisschen machen und das soll so sein wie ein Call of Duty, wo sie ja detailverliebt sind, in Anführungsstrichen. Das, was Call of Duty macht, ist Bullshit. Pass mal auf, wenn ihr hier auf Preset geht, dann habt ihr hier, lasst euch nicht davon abschrecken, Leute, es ist ein bisschen Erfahrung, ist das alles relativ einfach, schnell zu verstehen. Jede Waffe, die ihr habt, hat verschiedenste Aufsätze, die ihr für euch auswählen könnt. Also Taschenlampe mit Laser ist sehr, sehr stark in dem Game. Ihr könnt euer Visier ausrüsten, ihr könnt den Handguard ausrüsten, ihr könnt einen anderen Griff drauf machen, ihr könnt ein anderes Magazin drauf machen. Ihr habt alle Möglichkeiten dieser Welt. Und hier unten, immer sehr cool, könnt ihr hin und her schieben, seht ihr dann zum Beispiel die Stats eurer Waffe. Was für ein Recoil hat sie, vertikal, horizontal, welcher Feuermodus, was für ein Kalibertyp ist es, was für eine Feuerrate und, und. Das heißt, eurer Kreativität sind bei den Waffen in Tarkov keine Grenzen gesetzt. Also wirklich ein großartig durchdachtes Spiel einfach. Wenn man jetzt zum Beispiel hier auf Hideout geht, ihr habt ein Hideout, das ist euer privater Wohnbereich, in dem jetzt zum Beispiel so ein bisschen MMOPG mit reinkommt. Ihr könnt eure Werkbank ausbauen, dann könnt ihr verschiedene Items euch einfach herstellen, das dauert dann irgendwie manchmal ein paar Minuten, manchmal ein paar Stunden. Ihr könnt eure eigene Munition herstellen und ich habe es ja gesagt, wichtiger als die Waffe, die ihr spielt in Tarkov, ist die Munition, die ihr spielt. Ich baue mir jetzt hier gerade eine Bitcoin-Farm aus, ich bin Level 26 nach 3 Wochen, glaube ich, also ich habe echt reingesuchtet. Das sind alles eher kleinere Sachen, da erkläre ich euch später irgendwann, ist für den Anfang absolut nicht wichtig. Dann habt ihr einen Flea Market. Das heißt, das hier ist ein Flohmarkt, auf dem alle Sachen von allen Händlern, ihr habt Händler, die findet ihr unter Trader, 8 Stück sind das, da könnt ihr Aufsätze kaufen, Munition kaufen, ihr könnt eure Items verkaufen. Das ist das, was diesen Reiz so ausmacht und was DMZ nicht hat. Wenn ihr ein DMZ exfiltriert erfolgreich, habt ihr eure Streak, die wertlos ist, einen großen Rucksack. Und das war's eigentlich. Und eure Waffen, die ihr habt, sind sowieso versichert. Ihr kriegt sie ja automatisch wieder. Hier ist es so,
das, was ihr mit rausnehmt aus dem Raid, könnt ihr hier verkaufen, ihr könnt es auf dem Flea Market verkaufen, ihr könnt eure Waffen damit modden, ihr könnt es in euer Hideout stecken. Ihr habt alle Möglichkeiten dieser Welt, weshalb dieser Kick so hoch ist, auch unbedingt mit den Sachen rauszuwollen. Ihr könnt eure Waffen hier versichern, das ist hier unter Escape from Tarkov, also ihr habt auch PMC und Skeff. Skeff bedeutet, ihr kriegt ein Random Loadout. Ihr levelt euren Charakter nicht, aber mit dem Random Loadout, alles, was ihr in dem Raid bekommt, ihr geht dann meistens so, eine normale Runde dauert 40 bis 45 Minuten und die Scavs, das heißt die Plünderer oder Aasgeier, kommen so nach 20, 25 Minuten erst, wenn die meisten Spieler schon nicht mehr da sind und haben in der Theorie die Möglichkeit halt, wenn ihr irgendwie Geld braucht, ein paar Items zu sammeln in einer ganz normalen Runde mit weniger Spielern drinne und normalerweise werdet ihr auch nicht erschossen. Als PMC könnt ihr auch ganz normal rein, da levelt ihr euren Charakter, das sind die richtigen Raids. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr die Möglichkeit, eine von den ganzen Karten zu wählen. Woods, Customs, Factory, Reserve. Ihr habt die Auswahl, welche Karte ihr spielt, ihr seid zu nichts gezwungen. Ihr könnt jede Karte spielen, die euch sehr gefällt. Und ihr könnt immer nachts oder am Tag spielen. Ich würde immer am Anfang Tag empfehlen. So, ihr könnt, wenn ihr die große Version kauft, die kostet 130 Euro, die habe ich, könnt ihr auch privat spielen, mit anderen Freunden, gegen andere Freunde, aber ihr braucht die große Version, die Edge of Darkness Version. Wenn ihr jetzt hier hingeht, seht ihr, ich kann bei zwei Tradern versichern. Das bedeutet, all die Sachen, die ich hier habe, werden versichert. Sollte ich im Raid sterben und nicht rauskommen und niemand nimmt meine Sachen mit, bekomme ich sie nach circa einem Tag wieder. Aber, und jetzt kommt der Unterschied zu DMZ, wenn ich sterbe und jemand nimmt die HK mit, weil er sagt, ah, ist das eine geile Waffe, die wir ich haben, er hat mich getötet, dann ist die Waffe weg. Das heißt, ihr habt ganz oft so einen richtigen Low-Punkt, wo ihr sagt, oh, scheiße. Und dann aber, wenn ihr jemanden tötet, der irgendwie dick ausgerüstet ist, ihr nehmt zwei dicke Waffen mit, drei fette Rüstungen, zwei Rucksäcke, ganz viele Items, dann ist es ein unfassbarer Peak-Punkt, der euch einfach sehr, sehr glücklich macht. Das heißt, hier in dem Game wird es belohnt, wenn ihr eben darauf spielt, besser zu werden. Ihr müsst aber nicht. Ihr könnt auch passive Runden spielen, vorsichtig sein. Es wird aber früher oder später immer darauf ausgehen, dass ihr eben in PvP-Fights kommt. Das heißt, PvP, also Person versus Person oder Player versus Player. Ich weiß gar nicht, wofür die Abkürzung steht. Das heißt, ihr habt wirklich alle Optionen dieser Welt bei den Tradern hier, bei Prepper. Ihr könnt Munition kaufen, ihr könnt Magazine kaufen, ihr könnt Aufsätze kaufen, ihr könnt Waffen kaufen. Guckt euch das an, es gibt 100.000 AK-Varianten. Ihr könnt eine M4 spielen, ihr könnt eine SCAR spielen, eine P90, eine Vector, eine MP7. All das, was in MW oder in COD generell euch vorgegaukelt wird, was Vielfalt an Waffen ist, ist hier Originalvielfalt. Und die Tatsache, dass die hier die Originalwaffennamen haben und diese Lizenzen bezahlt haben, im Gegensatz zu dem, was Call of Duty in MW2 macht, ist schon eine absolute Frechheit eigentlich. All diese hier haben Tasks für euch, also Quests. Verschiedenste Quests auf verschiedensten Karten. Die hier ist für Shoreline. Die hier könnt ihr überall machen. Ich muss halt 8 Spieler mit Granaten töten, was schwierig ist, weil Granaten hier stark sind, aber weniger um Spieler zu töten, sondern mehr um einen Weg zu blockieren, dass man irgendwie abhauen kann oder pushen kann. Das hier ist auf Reserve, eine andere Karte. Das heißt, jeder von diesen Tradern hat Aufgaben für euch und ihr könnt euch aussuchen, wann ihr welche Aufgabe wie wo erledigen wollt. Ihr könnt in die Raids gehen mit alleine, machen viele, bis zu 5 Spieler. Das Ding ist, ihr könnt euch gegenseitig töten. Das heißt, es ist keine Garantie, dass wenn ihr zu 5 geht, dass ihr die Runde auch einfach übersteht. Und es gibt auch keine Namen über den Charakteren oder sonstige Sachen. Das heißt, muss man immer vorsichtig sein. Ich kann hier auch auf dem oder bei den Tradern meine Sachen verkaufen. Ich nehme jetzt hier irgendwie, ich habe jetzt hier irgendwie nichts. Hier, ich könnte jetzt mein Pile of Mets verkaufen, würde ich 4.000 Rubel bekommen. Hier ist euer Geld. Und es gibt halt zwei Trader, Peacekeeper und Skier, die eben mit Euro und Dollar handeln. Ist im Prinzip kein Unterschied zu Rubel, nur dass der Währungskurs halt immer mal einmal kurz mit einberechnet werden soll. Und ihr könnt halt wirklich alles hier kaufen. Und das, was ihr hier nicht kaufen könnt, ihr könnt auch eine G36 kaufen, G36, ihr könnt eine M4 kaufen. Und ihr könnt mit den Waffen machen, was immer ihr wollt. Ihr könnt wirklich alles kaufen. Ihr könnt Munition kaufen, das ist ein anderes Video, aber in Escape from Tarkov ist es wichtiger,
die richtige Munition zu haben als die richtige Waffe. Die beste Waffe im Game, ich würde sagen wahrscheinlich die M4, mit der schlechtesten Munition wird euch keinen Kill holen. Die schlechteste Waffe, die schon kaputt ist, also ihr habt Durability, ihr seht das hier, die hier ist komplett fertig, also 100. Umso weiter die Haltbarkeit runtergeht, umso eher ist die Waffe dafür anfällig, ungenauer zu zielen und Fehler zu haben. Dann müsst ihr nämlich den Fehler in der Runde beheben. Und ihr könnt eine krasse 101er AK haben, 49 Recoil ist relativ gut, es geht noch besser, aber auch deutlich teurer. Aber ihr könnt scheiß Munition haben, dann bringt euch die Waffe nichts. Das heißt, ihr habt alle Möglichkeiten, euch, bevor ihr in die Raids geht, mit allen Sachen vorzubereiten, mit Rüstung, mit Essen, Trinken, Rucksäcken. Und dann könnt ihr in die Raids gehen und eben mehr oder weniger erfolgreich spielen. Ich glaube, das sollte als allererster Überblick für euch hilfreich sein. Lasst gerne ein Like da und einen Kommentar, Leute, wenn ihr irgendwie Fragen habt. Stellt mir eure Fragen zu Tarkov, falls ihr vielleicht überlegt anzufangen oder falls ihr vielleicht denkt, dass ich euch irgendwie ein, zwei Sachen beantworten kann. Ich bin absolut kein Profi in Tarkov, aber mit jedem Tag, den ich spiele, merke ich, wie es besser wird, wie es mit der Maus besser wird, was ja auch neu für mich ist, und wie ich einfach die Mechanismen dieses Games verstehe. Und ich kann euch nur eins sagen, Tarkov ist für mich das Game des Jahrzehnts. Also ich bin absolut verliebt, es ist ein unfassbar gutes Game und ich werde es weiter grinden. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, Leute, ich bin raus.